Leute, es geht weiter bei Let's Play Final Fantasy 6. Yeah, wir sind das letzte Mal von unserem Luftschiff gesprungen, beziehungsweise gestürzt. Im freien Fall haben wir dann noch eine Kriegsmaschine besiegt. Wir haben ein Wiedersehen mit Ultros gefeiert. What the hell ever er auch da hingekommen ist. Ich habe keine Ahnung, wie er da hochgekommen ist und es ist einfach nur zum Heulen. Und jetzt sind wir auf dieser schwebenden Insel gelandet und ja, irgendwo hier müssen Gestahl und Kefka stecken. Und das Kriegstriumvirat. Ja, yeah. Terras kämpferische Pose finde ich sehr niedlich. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Okay, ich werde einen meiner Charaktere, die, wo habe ich sie denn, die Laufstiefel anlegen. Und zwar, weil ich keine Lust habe, hier wie so eine Schildkröte hier rumzudackeln. So, ein Zelt werde ich benutzen und dann kann es auch schon weitergehen. Ja, fleißige Beobachter sehen da unten in der Ecke Shadow liegen. Er wollte ja auf eigene Faust nach dem Bestias suchen und er war wohl gerade zu dem Zeitpunkt an der Stelle, wo der magische Kontinent entstanden ist. Diese verlorenen Imperialen. Sobald sie keinen Nutzen mehr für mich hatten, griffen sie mich hinterrücks an. Shadow, wir dachten schon, du wärst tot. Na, was ist mit Interceptor? Dem geht es gut. Nun komm schon. Nein, lasst mich hier zurück. Kommt gar nicht in Frage. Ja, deswegen darf man sich nur drei Leute aussuchen, denn hier kommt Shadow mal wieder. Er ist unbewaffnet. Jetzt nicht mehr. Accessoires? Was werde ich ihm denn geben? Erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Präventivschlag. Ist auch nicht schlecht. Was kann ich ihm denn noch geben? Vitas, der gekontert. Schwarzgurt? Nee. Nö, kein Schwarzgurt. Laufstiefel? Nein. Zum Beispiel Beschleunigen? Rittertugend? Nein. Oh Gott. Na gut, ich werde ihm die Hermesstiefel geben, dass er auch den Hastbefehl im Kampf besitzt. So, und dann werde ich noch einmal safen. Dieses Dungeon ist eigentlich relativ einfach. Bloß die Gegner, die haben es echt in sich. Zum Beispiel hier, der Drache. Das ist schon mal ein Gegner, der es wirklich in sich hat. Man merkt es auch schon an der Angriffskraft. Bounce. Schnaufer. Ja. Ja. Ich hasse den Schnaufer. Ich hasse diesen Angriff so sehr. Und er hat sehr saumäßig viele Hitpoints. Das ist das Gefährliche an diesem Gegner. Er hat saumäßig viele Hitpoints. Fang. Danach nochmal eine Kettensäge drauf. Nein, es reicht schon. Wirklich, also 977 Erfahrungspunkte ist natürlich eine Menge. Wie gesagt, nur das mit dem Schnaufer, das regt mich echt zutiefst auf. So, hier öffnet sich ein weiterer Weg. Hier nicht. Gehen wir einfach mal nach unten. Da. Oh. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt kommen schon Behemoths. Ja, bei diesen Gegnern ist es egal, weil sie werden immer wiederbelebt. Durch diese, wie gesagt, durch diesen Mörderdolch werden diese Gegner immer wiederbelebt, weil es ja Untote sind. So, ja, der Behemoth, der ist natürlich vielen Final Fantasy Spielern bekannt, da es ihn ja in fast jedem Final Fantasy Spiel zu sehen gibt. Der Lebenskürzer. Ich hasse diese Attacke, und zwar diese Attacke reduziert meine HP, glaube ich, auf ein Minimum. Und das ist sehr, sehr ätzend. Wie gesagt, jetzt ist er wieder da. Der Bodenwurf, boah, eine sehr starke physische Angriffskraft. Angriffsattacke eher gesagt. Oh, nein. Okay, das mit dem Mörderdolch ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Bounce, ja, das passt mir ganz gut hier rein. Man sieht schon, also die Kämpfe werden schon um einiges schwerer. Sie dauern auch schon länger. Na komm, verreck, du Mistfit. Misfit. Missfick, keine Ahnung, Missbildung. Okay, ich hoffe, der Behemoth. Oh, Bodenwurf. Boah. Okay, das war's. Das war's. Sie geben sehr viele Magieerfahrungspunkte, die Gegner, also fleißige Beobachter. Viel Magieerfahrungspunkte ist schon ganz ordentlich. Wie gesagt, sie sind nur. Sie hauen mächtig rein. Also, jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. So, hier öffnet sich ein Weg. Da oben ist, glaube ich, ein Item versteckt. Koja. Diese Gegner sind, glaube ich, auch untot. Kann das sein? Ja, kann sein.
Und ich glaube auch, diese komischen Gegner haben eine besondere Fähigkeit. Aber sie sind schnell kaputt. Das ist das Gute an ihnen. Sie haben nicht sehr viele Hitpoints. Bounce. Oh yeah. Shadow ist eigentlich gerade hierzu nichts zu gebrauchen, weil er mit seinem Mörder... Ich werde mal gucken, ob ich eine andere Waffe für ihn habe, weil das mit dem Mörder durch, das kann irgendwie nicht anliegen. Na, na, na. So. Terra steigt eine Stufe. Oh yeah. Mal gucken. Ausrüstung. Diebesmesser, Diebesmesser. Ja, ich werde ihm das Diebesmesser geben, weil ich denke, das ist hier an dieser Stelle ganz gut, weil hier kommen lauter untote Gegner. Oh, ein Behemoth. Ein Behemoth. Yeah, das ist jetzt ein etwas besonderer Kampf, könnte man sagen. Weil man danach ein Item bekommt. Ich weiß allerdings nicht mehr was. Ich glaube, es ist... Oh yeah, trifft es? Yeah, es hat getroffen. Yeah, Behemoth ist erledigt. Perfekt. Und zwar bekommt man jetzt die Murasame. Die Murasame... Oder war das jetzt ein ganz normaler Kampf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Murasame natürlich für Cyan. Kann Angriffe blocken. Auch sehr nützlich, wirklich sehr nützlich. Geht es hier weiter? Ja, hier geht es weiter. Hier ist ein Teleporter, der uns mal geradewegs verschluckt. Wir kommen hier unten ran. Ich weiß aber nicht, ob es hier an der Seite noch ein Item gab. Ich werde mal schauen. Ja, hier geht es nämlich runter. In der Truhe steckt ein Monster. Yeah! Ich liebe sowas. Gigantos. Ja, der ist auch wieder was Besonderes. Ja, man merkt schon, also seine Angriffskraft ist imbar. Und er kommt so derbe viel oft, derbe oft dran, meine ich. Mein Gott, ich habe einen Sprachfehler. 600 Schaden mit seinem Halsstich und er macht das nicht gerade wenig. Deswegen, ja. Oh ja, ich liebe dich, Edgar. 1800 Erfahrungspunkte Sasuke erhalten. Ja, ich habe einen Sasuke erhalten. Eine Waffe für Shadow. Beziehungsweise für Locke dann auch. Ja, ich habe einen Sasuke erhalten, aber kein Sasuke Uchiha. Also nicht der Sasuke aus Naruto. Aber trotzdem, immerhin. Also hier Gigantos. Ich glaube, der kommt aber nur einmalig. Aber der hat's in sich. Der hat's richtig in sich. Okay, wir haben es geschafft dank Edgars Kettensäge. Ja, noch ein Behemoth. Oh mein Gott. Gucken wir doch gleich mal, was das Sasuke anrichten kann. Ja, es ist schon ganz ordentlich. Macht schon ordentlich Schaden. Wie gesagt, der Dungeon an sich ist eigentlich nicht schwer. Nur die Gegner unterscheiden sich jetzt ein bisschen. Ich habe aber fleißig gelevelt, deswegen macht meiner Party, sage ich mal, die Gegner jetzt hier nichts mehr aus. Also sie sind nicht sonderlich stark. Da, 1700 Schaden und ne. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Das ist... Cyan steigt eine Stufe, okay. Also wenn man ordentlich trainiert, dann kann einem auch gar nichts passieren. Das ist das A und O bei diesem Spiel. Okay, noch ein Behemoth. Ja, der kommt hier ganz schön oft. Ich denke, ist aber kein Problem. Seine nervigste... Oh, what the fuck. Oh, oh, oh. Seine nervigste Attacke ist der Bodenwurf. Aber das soll uns nicht dran hindern. Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich jetzt in den Trance-Modus aus Versehen gewechselt? Okay, Edgar trifft es nochmal. Er lebt noch. Bodenwurf. Oh, Shadow hat es abgewehrt. Oh, er hat es nochmal abgewehrt. Oh, Shadow, yeah. Perfekt, 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 perfekt. Okay, dann werde ich mich nochmal rundum heilen. So, perfekt. Und weiter geht's im Programm. Hier geht's nirgends hin. Da ist ein Schalter, der uns einen neuen Weg offenbart. Da geht's runter. Ich weiß nicht genau, ob ich nach oben oder nach unten muss. Apokrypha. An diesen Gegner habe ich auch noch schlechte Erinnerungen, da er... Okay, Konfus Stufe 3. Alle Charaktere, die ein vielfaches Level von 3 haben, also 3, 6, 9, 12 und so weiter und so fort, werden von diesem Konfus... konfusiert. Das ist genau dasselbe wie Level 5 Tod. Das wird wahrscheinlich jeder kennen. Ein Charakter mit einem Level vom Vielfachen von 5, also 5, 10, 20, 30, 35, wird sofort auf der Stelle umgebracht. sehr lästig, diese Angriffe. Aber Shadow hat es jetzt nicht gestört. So, ein Behemoth, und nach diesem Behemoth werde ich, glaube ich, einen Schnitt einlegen. Also ich finde, der sieht eigentlich richtig geil aus, dieser Gegner. Also dieser Sprite, der ist wirklich cool gemacht hier, dieser Behemoth. Wenn ich dann Final Fantasy 5 denke, da sehen die recht schäbig aus. Also da finde ich die hier beim sechsten Teil schon wirklich cool gemacht.
Bower und 2B. Boah, das ist natürlich ein Traum jedes Final Fantasy Spielers. Ein Doppelkampf gegen 2 Behemoth und dann auch noch eingekesselt. Ich kann nur hoffen, dass ein Behemoth durch die Kettensäge daran glauben wird. Aber dann hätte ich schon mal ein Problem weniger. Fang! Bounce! Auch wenn die Gegner hier nicht allzu stark sind. Nein, bis jetzt noch nicht. Okay. Okay, der Bodenwurf. Ich werde diesen Kampf trotzdem so schnell es geht beenden. Kettensäge. Ja, ich bin noch dran. Okay, jetzt macht er's. Und es verfehlt! Aber gut, er ist erledigt. Aber es verfehlt! What the fuck? Ich hoffe, diesen Kampf kriege ich jetzt noch hier rein. Ansonsten müsste ich jetzt mitten im Kampf aufhören. Kettensäge. Bounce, bounce, bounce. Yeah, und der Kampf ist erledigt. Okay, perfekt. Und bis zum nächsten Mal.